Hey Leute, jetzt nochmal eine Übung für die Leute, die oft sagen, hey, ich spüre meinen Bizeps nicht, ich kriege keinen Pump in Bizeps. Diese ganzen normalen Übungen helfen mir nicht weiter. Hier fragt ihr oft nach geheimen Übungen, das ist vielleicht Übungen, die nicht so viele kennen. Hier wichtig, nicht so viel Gewicht, es geht hier wirklich darum, ihr wollt den Muskel spüren. Ihr geht einen Schritt nach vorne, hier die Schultern sind weiter hinten und ihr führt die Hantel zum Hinterkopf. Der Ellenbogen bleibt gerade, ihr macht jetzt nicht irgendwie sowas, sondern ihr macht einfach nur das hier. Man sieht es hier auch richtig schön den Bizeps eben arbeiten. Was ihr auch noch machen könnt, ist das Eindrehen. Hier nochmal, das ist ganz wenig, ganz minimal hier, zack, zack. Ja, damit er auch wirklich hier den inneren Bizepskopf eben mitbekommt. Was wolltest du noch sagen? Ja, eben, hätte ich die Übung einmal falsch, zeig mal nochmal die falsche Ausführung. Mit den Ellbogen und die genau, die es viel zu oft gibt, denn es ist wirklich so, hier wird wenig Gewicht verwendet, ja. Nicht das Ego irgendwie trainieren, sondern den Muskel. Ja. Also Fehler Nummer 1, zu viel Gewicht. Fehler Nummer 2 ist der Stand. Ich habe immer den Stand hier. Das ist der sicherste Stand, den es gibt. Und vor allem, ihr müsst euch immer ein bisschen nach vorne legen, also Gewicht auf das Bein hier. Und dann, was viele Leute machen, ist irgendwie sowas. Ja. Da ist die Spannung auf den Schultern. Schulter nach hinten, Bizeps. Ich habe jetzt die volle Spannung auf den Bizeps. Das machen viele Leute falsch. Schultern sind nicht hinten. Wenn sie hinten sind, dann drücken sie aber nach vorne. Dann machen sie sowas. Ziehen sie irgendwie fast noch mit der oberen Brust irgendwie nach. Genau. Und der Ellenbogen. Also der ist nicht statisch und die machen die Übung viel zu schnell, sondern machen irgendwie sowas. Oder der Ellenbogen geht noch leicht mit und sowas. Lasst das. Ihr wollt den Bizeps wirklich spüren. Wichtig ist hier wirklich die Übung langsam auszuführen, kontrolliert auszuführen. Hier gibt es kein wirkliches Muskelversagen oder noch irgendwelche halben Reps, daher könnt ihr euch wirklich darauf fokussieren. Hier der Bizeps. Und das hilft natürlich dann auch später beim Posing, ne, Tim, damit du halt besser den Muskel anspannen kannst. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen, das ist ja die Front Double Biceps Pose. Kannst du gerade nochmal machen. Das ist im Grunde genommen genau das hier, was sie hier macht. Ihr seht, der Tim. Auch die Unterarme sind richtig krass am Start. Das ist jetzt hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Je krasser man quasi hier zugreift, ja. Auch genau. So auch quasi. Sind wenn, die Unterarme? Wenn ihr quasi hier den Griff richtig krass greift, ja, dann ist die Spannung auch insgesamt im Oberarm eben höher. Und dann quasi habt ihr mehr Spannung, mehr Muskelbelastung. Wollt ihr eben die Spannung komplett auf die Arme verlagern und nicht auf die Schultern. That's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, falls ihr die Übung ausprobiert habt. Und falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen hoch runter geben. Dann mache ich eben keine Trainingsvideos mehr. Falls ihr jetzt nochmal ein Video schauen wollt, zum Beispiel zu meinem Trizeps-Training oder zu meinem Rückentraining, hier habt ihr ein Trizeps-Training, hier habt ihr ein Rückentraining. Da zeige ich euch auch für Jugendliche, wie man mit wenig Gefährdung fürs Wachstum seinen Rücken trainieren kann und hier den Trizeps, damit ihr auch, hier seht ihr es nochmal, ja, so einen Trizeps bekommt. Ciao, ciao. Ich selber will ja auch Medizin studieren, habe mir das Ganze mal durchgelesen, auch die Inhaltsstoffe, also versichere ich euch, 100% Natur. Und das Allerbeste ist, es hat nur 19,9 Kalorien, ja, das ist gar nichts. Also man kann unbesorgt jeden Tag eins davon trinken, das habe ich jetzt auch langsam angefangen. Es schmeckt nach, hier steht es nochmal drauf, Orange, Zitrone, Grapefruit, schmeckt nun auch raus, ist wirklich nicht irgendwie, normalerweise schmecken die Dinger ja wirklich nach Chemie und alles.